Hallo Laura. Hallo. Wo sind wir? Wir sind im Deutschen Haus. Und was haben wir heute gemacht? Wir haben heute Kanada geschlagen. Und zwar mit wie vielen Punkten? Ich weiß gar nicht genau. 14. Und damit haben wir den direkten Vergleich mit Kanada und England gewonnen. Jetzt müssen wir morgen noch Argentinien schlagen. Und dann gehe ich davon aus, dass wir Gruppenerster sind. Deine Eindrücke vom Deutschen Haus? Er ist cool. Man sieht ja im Hintergrund hier mit Chill-Out-Area und alles. Ich möchte, dass jeder ein Glas Champagner in der Hand hält und mir zuprostet. Und wir haben schon sehr lecker gegessen. Alles Gute. Und lassen jetzt noch ein gutes Leben hier, aber jetzt bist du an einem besseren. Ja. Jetzt lassen wir uns noch gut gehen, aber gehen bald auch ins Bett, damit wir morgen fit für Argentinien gehen. Genau, weil wir spielen ziemlich früh. Ja, um 9. Eieiei. Doch. Wer da? Jammer nicht über das, was nicht mehr geht. Na dann, dann sagen wir tschüss vom Deutschen Haus und bis bald. Ciao. Hallo. Hallo. Wir sind gerade auf dem Weg zurück ins Dorf. Von unserem letzten Spiel und was haben wir geschafft, Annabelle? Wir sind Gruppensieger geworden! Yay! Yeah! Yeah! Und was heißt das? Das heißt, dass wir morgen wahrscheinlich gegen Frankreich spielen werden und dann hoffentlich gewinnen und dann im Halbfinale stehen am Donnerstag. Hey, どんな風に伝えたら日本のみんなが魅力を伝わりますかね。Was machen wir heute noch? Was machen wir denn heute noch nochmal? Ich würde sagen, wir trainieren heute noch fleißig. Ich glaube, es ist Shoot Around, würde ich sagen. Shoot Around. Oder so. Jetzt gehen wir erstmal phrasen. Ja, jetzt gibt es erstmal Mittagessen und dann lecker Schmecker. Aber die Busse sind ja auch ziemlich cool. Also von der Technik her meinst du jetzt, ne? Die Straßen sind ausbaufähig, würde ich mal sagen. Die Busse auch.